Norbert Buhles ist mein Name. Ich lebe auf der Insel Sylt und arbeite in der Asklepios Nordseeklinik seit 35 Jahren. Hier sind Psoriasis-Patienten zur Rehabilitation, auch zur Akutbehandlung. Aber die Rehabilitation hilft vielen in vielen Dingen weiter. Und auf dem Weg zur Rehabilitation möchte ich Sie jetzt hier begleiten. Wie schwer muss meine Erkrankung sein, damit ich Anspruch auf eine Rehabilitation habe? Ja, also die Psoriasis ist ja eine chronische Erkrankung, hat schubweise Verläufe. Zum Zeitpunkt des Antrags muss gar nichts zu sehen sein, kann aber ja sein, dass dann später eine andere Situation wieder herrscht. Also die Schwere ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ich mich um meine Krankheit kümmern möchte. Und dass ich im Hinterkopf habe, dass diese Rehabilitation mit ihrer Beantragung immer eine Win-Win-Situation ist. Die Win-Win-Situation ist, einmal gewinnt der Patient als solcher und die Solidargemeinschaft ebenfalls. Deshalb bietet diese Solidargemeinschaft, die Träger der sozialen Sicherung, uns die Rehabilitation an. Entweder indem meine Leistungsfähigkeit erhalten bleibt oder ich meine Teilhabe am sozialen Leben sicherstelle, sogar bis zum Extremfall, dass eine Pflegebedürftigkeit reduziert oder vermieden werden kann. Was ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer Rehabilitation? Also als allererstes sollte ich motiviert sein mit dem Wissen, was ich jetzt bei der ersten Antwort gegeben habe, meine Leistungsfähigkeit oder auch für mich eine Win-Win-Situation zu schaffen. Der zweite Schritt ist, dass ich den Arzt, dem ich am meisten vertraue, mit ins Boot nehme, denn der muss in der Regel einen Befundbericht noch dazu schreiben zu meinem Antrag. Das kann sein der Hausarzt, das kann sein der Hautarzt, das kann aber auch sein der Stationsarzt, wenn ich akut stationär irgendwo gelegen bin und zum Beispiel über diese akut stationäre Situation ein Eilteilverfahren zu einem Rehabilitationsträger eingeleitet werden soll. Woher bekomme ich den Antrag? In der Regel kann ich den Antrag von der Geschäftsstelle meiner Krankenkasse erhalten. Meistens Papierform. Im Internet findet sich der Antrag unter der Seite der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation in der Dermatologie oder auf der Homepage der Deutschen Rentenversicherung. Dort kann man unter dem Suchbegriff G0100 sich die Formblätter herunterladen. Man sollte bei dem ganzen Antragswirrwarr einfach stationäre medizinische Leistung zur Rehabilitation ankreuzen, also Leistung zur Rehabilitation und stationär. Ebenso ist es möglich, die Anträge über die Selbsthilfe, also in diesem Falle über den Deutschen Psoriasisbund, zu erhalten oder entsprechend beraten zu werden. Wer entscheidet über meinen Antrag? Kurze Antwort, der Kostenträger. Wenn ich meinen Antrag an eine Einrichtung geschickt habe, die für mich nicht zuständig ist, ist sie gesetzlich dazu verpflichtet, innerhalb von 3 Wochen meinen Antrag, am besten auch zusammen mit meinem Befund meines Hausarztes, Hautarztes oder Vertrauensarztes, mit an die richtige Einrichtung zu schicken. Der Sozialträger wird dann über seinen beratungsärztlichen Dienst die entsprechende Entscheidung treffen. Auf welche Kriterien achten die Gutachter bei der Bearbeitung des Antrages? Bleiben wir bei dem Antrag der Rentenversicherung, dann was ja die meisten Anträge sind, weil ja die meisten Menschen mit Psoriasis sich aus dem Erwerbsleben heraus für eine Rehabilitation interessieren, dann wird der entsprechende beratungsärztliche Dienst schauen, ist die Erwerbsfähigkeit in irgendeiner Form gefährdet. Die Erwerbsfähigkeit ist nicht gleichzusetzen mit der Arbeitsfähigkeit. Das ist eine Entscheidung ja, nein und auf den einen oder anderen Tag nein. Die Erwerbsfähigkeit richtet sich nach der Leistungsfähigkeit des Betroffenen innerhalb der nächsten 6 Monate. Dabei spielt nicht nur die,
das Hautgeschehen eine Rolle, auch natürlich die Gelenkserkrankungen, die dann als Zweitdiagnose da stehen mögen, oder auch Begleiterkrankungen, die bekanntermaßen bei der Schuppenflechte auftreten, Metabolsyndrom, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Probleme oder auch Stoffwechselthemen wie der Blutzucker. Die spielen ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit. Ist dieses nicht das Thema, weil zum Beispiel der Erwerbsfähige gar nicht mehr im oder schon im Rentenalter ist, dann wird entschieden, ist die Teilhabe am Sozialleben noch gewährleistet oder besteht sogar die Gefahr der Entstehung einer Pflegebedürftigkeit. Auch das sind Kriterien, die das bedeuten. Für unsere Vorstellung, was im Zweifelfalle Beurteilung ist, gilt dieses Formblatt G0051, das als ärztlicher Befundbericht bitte immer auch dem Antragsformular des Versicherten selbst beizulegen ist. Darf ich mir die Reha-Klinik aussuchen? Die erste Antwort wäre einfach ja, aber die Begründung dazu soll auch mitgeliefert werden. Die von den gesetzlichen Kostenträgern bestückten und zugewiesenen Reha-Kliniken müssen alle ein Qualitätssicherungsprogramm durchlaufen, müssen auch das regelmäßig wiederholen, teilweise jährlich müssen wir da Nachweise erbringen. Wir müssen unsere Strukturqualität, das heißt auch mit wie vielen Leuten wir wie viele Patienten rehabilitieren, teilweise auch innerhalb des Jahres mehrfach dem Kostenträger bekannt geben. Also die Qualität der Reha-Kliniken, die von den Trägern der sozialen Sicherung benutzt, für die Indikationen sozusagen ausgesucht werden, ist hoch. Und aufgrund dieser Tatsache kann nach § 8 im Sozialgesetzbuch Römisch 9 steht das, das Wunsch- und Wahlrecht des betroffenen Versicherten wahrgenommen werden und er sich bei genehmigter Rehabilitation eine Reha-Klinik aus diesem Indikationskatalog auch selbst durchaus aussuchen. Was muss ich tun, wenn der Antrag abgelehnt wird? Ja, also bei jeder Mitteilung durch einen öffentlichen Träger wird ja die Frist mitgeteilt, in der man Widerspruch einlegen kann. Widerspruch sollte man dann, wenn man zu seinem Antrag steht, auf jeden Fall einlegen. Man kann dann, wenn die Situation dadurch nicht schon bereinigt ist und eine Genehmigung folgt, auch die Akteneinsicht fordern und vor allen Dingen eine Begründung verlangen, warum das Anliegen, der Antrag und meine aus meiner Sicht auch notwendige Rehabilitation abgelehnt worden ist. Wie oft kann ich eine Reha beantragen? Also die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrtausends so, dass regelrecht alle 4 Jahre eine Reha beantragt werden kann und die Reha-Dauer damals von 4 Wochen durchschnittlich auf 3 Wochen reduziert worden ist. Das hat sich etwas wieder differenziert und zwar insofern, als bei einer Verschlimmerung der Hauterkrankung oder auch der Gelenksbeteiligungen und damit einer Gefahr für die Verschlechterung der Leistungs- und Erwerbsfähigkeit vorfristig ein Antrag gestellt werden kann. Gar nicht selten wird er auch genehmigt, wenn das so ist. Noch besser ist es, wenn ein Patient aus der Akutsituation heraus einen solchen Antrag stellt. Das kann er als Eilteilverfahren beantragen. Das ist erarbeitet worden um die Jahrtausendwende zusammen mit dem Deutschen Psoriasisbund und ist den rentenversicherungstechnischen Rehabilitationsträgern sehr gut bekannt, sodass also auch da vorfristig eine Rehabilitation möglich ist. Und die Dauer der Rehabilitation hat sich auch etwas ausgedünnt. A, wenn die normale Rehabilitation eben halt aus Gründen, dass das Reha-Ziel noch nicht erreicht worden ist, verlängert wurde oder teilweise von vornherein, wenn die Rehabilitation als verhaltensmedizinisch orientierte Rehabilitation für die Psoriasis beantragt worden ist, dann wird
die Rehabilitation von vornherein durch den Kostenträger, in der Regel die Rentenversicherung, für 4 Wochen genehmigt. Was ist die verhaltensmedizinisch orientierte Rehabilitation? Ja, in der Psoriasis, bei chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, auch bei der Neurodermitis, ist neu eingeführt worden in der Dermatologie mit den Rentenversicherungsträgern, die eine Lücke gefüllt worden, die bis jetzt so ein bisschen bestand, nämlich Hautpatienten, deren erstes Problem eigentlich die Haut ist, also es muss als erstes eine dermatologische Diagnose im Formblatt 051 stehen, die zusätzlich aber durch diese Stigmatisierung, durch diese Hautprobleme sehr deutlich belastet sind. Und das ist meistens dann auch durch eine psychosomatische Diagnose oder Ähnliches quasi unterlegt. Und diese Patienten werden in unserer Hautklinik betreut, parallel mit einem Dermatologen und einem Psychologen. Und das wiederum bedeutet, dass wir dann 4 Wochen Zeit haben und in der Regel auch brauchen, um dieses Gefühl, dass die Krankheit, die Hautkrankheit mich beherrscht, loszuwerden und durch entsprechende Maßnahmen, wie handhabe ich meine Erkrankung, wie muss ich meine Erkrankung verstehen, wie ist die Sinnhaftigkeit der einen oder anderen Behandlung, meine Selbstkompetenz stärken kann und damit auch meine psychische Belastung reduziere.